Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Oblivion. Wir sind wieder da und es geht gleich weiter. Ist das ein Gimp? Natürlich. Ja, okay. Okay, Macker. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das nicht lösen sollen, aber warte. Ja, ich polier die Schnute. Danke. Oh, alles nur. Und wir schauen uns mal um. Wer ist da? Ich bin hier, hallo. Dass ihr hier aufgetaucht seid, war der letzte Fehler eures Lebens. Bist du? Hi. Ich polier dir. Ey, der hat einen Dolch gehört. Wie kann man denn mit einem Dolch eine Axt machen? Also, meine lieben Freunde, jetzt mal wirklich. Wie schafft man es denn, mit so einem kleinen Pissdolch eine Axt zu blocken? Ich meine, die müssten mir fast den Arm ausgerissen haben. Wir könnten aufsteigen. Aber noch nicht. Wir haben noch keine Zeit dafür. Wo geht's hier hin? Okay, gehen wir da mal rein. Mal schauen. Bin mal gespannt, wo wir hier hinkommen. Hochheilen. Super. Wir nehmen wieder erstmal alles mit. Bam. Und da haben wir die auch noch innen auf. Nein, sind wir los. Na, ja. Ah, jetzt hat er keinen Mana mehr. Okay, also so kann man die auch austricksen. Wusste ich nicht. Na komm. Hey, yay! Ich loot so lange einfach. Na kommt. Na komm, schlag zu. Mistding. Und weg ist er. Hey, weg ist er. Danke. Hast du irgendwas dabei? Nein. Magie reicht nicht aus. Gut, wir nehmen das mit und das auch. Oh, dich nehmen wir mit. Und dich auch. Und was ist jetzt denn hier noch? Ein kleiner Sehenspieler, noch ein kleiner. Stundenglas und ein Krankheit widerstehen. Geringe Seelenfalle, Skelett beschwören. Wunderbar, das freut mich. Haben wir hier sonst noch irgendetwas rumliegen? Da ist ein Knopf oder so etwas. Gefäß, Tränke. Wunderbar. Der große Forst. Nein, da gehen wir noch nicht lang. Wir wollen nämlich erstmal schauen, was da hinten noch läuft. Eins, zwei, drei, vier, komm. Ha, geht doch. Komm, geht er jetzt aus? Ich glaube, wenn wir da reingehen, werden wir nämlich Schaden bekommen. Wir speichern vorher einfach mal. Und schauen. Autsch.
Also, ist nicht schön. Hier wird wahrscheinlich das gleiche der Fall sein. Ist da überhaupt irgendwas drin? Nö, da ist gar nichts drin. Okay. Dann gehen wir doch mal hier hinten wieder hin. Zum großen irgendwas. Mal schauen, wo wir hier rankommen. Wir haben immer noch die Quest zu erledigen, fällt mir gerade ein. Aber das schauen wir gleich mal. Ladebalken, beweg dich. Danke. Wir sind wieder draußen. Eine Truhe. Ja, nehmen wir auch mit. Die Frage ist, wo müssen wir nun hin? Das Skin-Grad wollten wir. Ah, okay. Wir folgen einfach mal dem... wir laufen mal Quellfeld ein und schauen, wo wir hier ankommen. Und wir müssen unbedingt schlafen. Das können wir in Skin-Grad auch gleich machen, wenn wir da sind. Die Frage ist, wo ist unser Pferd? Naja, egal. Dann laufen wir weiter zu Fuß. Ach, das Ventil. Das ist aber nur ein Stein. Ups. So. Oblivion ist doch eigentlich ein echt schönes Spiel, wenn man nicht so hinguckt. So. Es hat seine Fehler. Bugs und... Ja, es sieht alles ein bisschen nach Plastik aus, aber... Wenn man denn das nicht stört, ist das eigentlich ein wunderbares Spiel. Die Hauptstory ist die Elder Scrolls typisch nicht so. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe sie zur Hälfte. Das Ende kenne ich auch nicht. Also nur vom Hörensagen. Und ja. Wir laufen hier mal durch. Da können wir wieder Zutaten ernten. Anscheinend. Anscheinend doch nicht. Davon aber, oder? Ja. Ein Nattern irgendwas Zeug. Da war noch irgendwas. So, und irgendwo hier muss jetzt Skin gerade kommen. Bereich wird geladen. Eine Milchdistel. Nehmen wir auch mit. Ah, nichts Nützliches gefunden. Egal. Ja, so. Was ist das? Das ist das selber ein Dieb oder so. Au, 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 au. Prügel dir den Schädel ein, Kumpel. Oh, wir sind gleich voll. Aufgegeben Mine. Okay, dann sind wir. Jetzt habe ich irgendwie der FPS-Anbrüche. Na, wir sind schwer belastet. Naja. So, also was können wir da wegschmeißen? Was bringen die Dolche? Die haben ja eigentlich ganz gut Wert, ne? Und Rüstung wahrscheinlich. Klamotten, Klamotten, Klamotten. Tränke. So, jetzt dürften wir laufen können, oder? Nein. Irgendwelchen Mist, der zu viel wiegt. Fackeln. Aber noch nie so viel davon. Na toll. Ach, die wiegen nichts, ne? Na toll, ich bin auch ein richtiger Vogel. Ach nein. Ja, yeah, wir können wieder laufen. Okay. Mit Fackel. Was macht er eigentlich, wenn er die... Na gut. Was ist denn hier der Skin gerade? Ich guck mal schnell auf die Karte. Wo geht's denn hier nach Skin gerade? Laufen wir mal hier weiter. Wir spielen jetzt mal zwei so. Dies ist ein Überfall. Gib's her. Können wir... Aua, aua, aua. Mehr könnt ihr also nicht.
Na, komm her. Hoi. Tja, er hat es nicht anders verdient. Und er hat nichts Interessantes dabei. Gut. Und wir laufen weiter. Wir müssen irgendwann mal nach Skingrad kommen. Ich hoffe, wir sind daran nicht vorbeigelaufen. Und ich habe diese beschissene Fackel weggerissen. Danke. So. Die Axt, man sieht natürlich wesentlich weniger, wenn man das mal so sagen kann, aber die Axt ist auf jeden Fall ganz cool. Was bist du denn? Was wollt ihr? Wer bist du? Wir alle sprechen über den Mord am Kaiser. Wir haben keinen Kaiser. Und auch ja, kein... Mach dir mal nicht ins Höschen. Was machst du hier? Egal. Da oben scheint zum Palast zu gehen. War das so, dass da zum Palast geht? Ich meine schon. So. Bereich wird geladen. Ja, da hängt das immer wieder. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Die Axt ist aber cool. So. Tür zu Skinner. Dann schauen wir doch gleich mal weiter. Wenn der Ladebalken fertig ist. Es kann sich noch um Stunden handeln. Ah, danke. Wir laufen einfach mal geradeaus. Geht nur. So, irgendwo hier muss es ja sein. Aber wir sollten erstmal ein Gasthaus suchen. Wo ist die Wache hinweg? Aber hier müssten wir irgendwo Wachen sein, oder? Da ist ein Tor, da ist auch ein Tor. Wo sind wir Wachen? Da ist eine Wache. Es gibt gerade Wache. Anweisung. Was? Ich suche wirklich schlafen. Die Herberge zur Westebene. Vielen Dank. Und jetzt markiert ihr mir das? Komm, markiert ihr mir das? Markiert ihr mir das? Markiert ihr mir das? Ja, ja. Wir reden mal darüber. Konnte man hier nicht irgendwie sprinten? Ich weiß es nicht mehr. Also, das ist wie eine Gilde. Nee, das ist ein Mond. Ist das eine Magiergilde? Ach, zur Westebene. Da sind wir doch schon. Ah, wer ist das denn? Willkommen in... Ich hätte gern ein Bett. Ich habe eine herrliche... Hervorragend. Begebt euch... So. Schönen Tag. Traut euch. Tretet bei... Nein, der Kämpfergilde. Nein. Tretet doch der Gilde bei. Noch nicht. Ihr werdet Keller. Es sicher nicht bereuen. Ach, da ist schon die Treppe. Guten Abend. Hallo. Wo müssten wir jetzt hin? War das ganz nach oben? Ich habe nicht zugehört. Herberge. Skingrad? Dann muss das ganz oben sein. Also ihr hättet ja was von rechts, glaube ich, gesagt, oder? Hinten rechts. Da, das ist unser Zimmer. Ah, okay. Und wir schlafen mal ein paar Stunden lang. Rasten. Juhu, und es ist morgens. Und Stufe 2. Es wird euch gewahr, das Öl, dass ihr euer gesamtes Leben wie in einem Traum verbracht habt. Plötzlich, angesichts der Prüfung der letzten paar Tage, erwacht in euch das Leben. Wir leveln Stärke. Das leveln wir. Was brauchen wir denn noch? Intelligenz. Ben.
So. Und wie weit sind wir jetzt mit dem Levelaufstieg? Boah, haben wir auch schon ein Stück geschafft. So. Wie weit sind wir denn mit den Skills? Haben Schmied, da müssen wir noch ein bisschen mehr leveln. Schwertkram sieht gut aus. Stumpfe Waffen können wir auch ein bisschen leveln. Ja, wir müssen das irgendwie abwechselnd leveln. Guten Morgen. Damit wir auch da die hochgeskillt kriegen. Also werde ich das nochmal abwechselnd spielen. Was? Nicht was. Ein Bett haben wir ja schon. Auf Wiedersehen. Wir müssen erstmal einen Schmied finden nachher. Schmied und dann können wir mit dem Alchemisten reden. Ein Schmied, die sind Gilden. Was ist das? Das ist wahrscheinlich Magiergilde. Hier kann man irgendwas verkaufen. Kolivianische Händler. Oh, das ist noch geschlossen. Okay. Wir schlafen. Wahrscheinlich machen die um 8 auf, also schlafen wir eine Stunde. So. Und natürlich, jetzt ist auf. Gut. Wir wollen mal ein wenig was loswerden. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Willkommen beim Kolo... Was ist denn für einer? Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Ist cool. Kettenhelm. Der hat... Ich glaube, den verkaufen wir. Wie viel Geld haben wir da noch? 13?